kam der Gedanke auf, so etwas wie ein Sommerfest zu machen, wo eigentlich das Netzwerken und das Unterhalten und der ungezwungene Kontakt im Vordergrund steht und keine Tagesordnung. Wir haben jetzt einfach ein paar Programmpunkte zwischen 18 und 19 Uhr, auch zusammen mit unseren Partnern von RPR, von der MSG, von TSG, die eben einiges bieten. Und danach haben wir einfach über mehrere Stunden Musik, Essen und Trinken. Oh nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir als Verein die Zukunftsregion so kennengelernt, dass sie die Region nach vorne bringt, Verbindungen schafft und gegenseitig versucht, Nutzen zu bringen. Das Gleiche machen wir mit 2.000 Mitgliedern, machen wir das ja auch, versuchen für die Leute in Kaiserslautern was Schönes anzubieten und da hilft einfach so eine Gesellschaft wie die Zukunftsregion enorm. Allem, was auch technisch ist, zum Wirtschaftlichen. Das Ganze braucht einen Gegenpol und der Gegenpol ist eben das Kreative. Mama loves her baby. Daddy loves you too.